Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal wieder Notruf Hamburg, aber dieses Mal zeige ich euch alle wichtigen Informationen zum neuen Notruf Hamburg Update. Und zwar, das neue Update ist das, das V2.4.0 Update. Und ja. Ich zeige euch heute alle wichtigen Informationen drüber und dann können wir schon starten. Also, das Update ist das Cabrio Game Pass und Fahrzeuge Update. Ich habe den Game Pass noch nicht, aber ich werde mir den am Donnerstag holen. Und dann kommen auch neue Videos mit den neuen Fahrzeugen. Es sind, ich sehe da gerade ziemlich viel. Wer ist die Stein überhaupt? Stein. Stein der Lotte. Egal, also wir machen Cabrio-Fahrzeug. Also, ich würde sagen, wir beginnen jetzt mal. Also die erste Neuerung, das ist schon perfekt, sind wir schon da, ist die, einen Moment, ich muss warten, bis das wieder scharf wird. Okay, bist du, ach komm. Nee, Digga, nerven ist nicht. Ich block die Person jetzt, fertig. Wir brauchen, mach jetzt mal Video, ey. Die erste Neuerung ist beim Busteam, und zwar, wenn man ins Busteam geht, gibt es eine Neuerung, und zwar anstatt den alten Bus, den Itios Bus, da wurde der jetzt durch einen Mercedes Citaro ersetzt. Hier seht ihr ihn. Ein wunderschöner Bus. Bin ich schon gefahren, verdammt cool. Blinker und alles sind wunderschön. Und ja, das war die erste Neuerung. Die zweite neue Erneuerung. Beim Bushaltestellen gibt es jetzt so ein H-Zeichen, also für Haltestelle. Einen Moment, kann ich auch gerade noch zeigen. Das hier gleich um die Ecke. Und zwar hier, genau beim Autohaus. Hier, da ist einfach beim Bus so ein Mülleimer und dieses H-Zeichen. Und ja, mehr ist da eigentlich auf jeden Fall auch nicht. Einfach nur diese zwei Sachen da. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir im nächsten weiter. Und zwar, einen Moment, das Wichtigste jetzt. Dazu fahren wir jetzt kurz hier. Ich werde vielleicht hier ein Bild einblenden, eventuell vom neuen Game Pass, wie viel gekostet. Ich muss kurz den Ton ausmachen. Warum kann man den Ton nicht ausschalten? Ach nee, oder? Doch jetzt. So. Da können wir weiter hier drinnen. Ich muss ausschalten wegen Copyright-Musik. Gibt es neue Autos. Und zwar einmal den hier, den BMW da. Den gibt's. Es gibt aber auch noch den hier. Den AMG Roadster. Und den Cabrio da von der Porsche. Werde ich mir alle kaufen, alle anschauen. Aber hier sieht man ihn ja schon. Ja, okay, man sah ihn. Hier sieht man beim Porsche, da können wir jetzt wieder die Musik einschalten. So, hier sieht man, dass beim Porsche so ein bisschen Erneuerung ist am Dach. Das ist wegen dem Cabrio, das so ein bisschen besser aussieht mit dem Porsche. Da vorne wurde auch noch, kann es sein, dass die Blinker jetzt da unten sind? Ja, sind. Okay, dann, ja, das war's eigentlich mit dem. Es gibt auf jeden Fall neue Autos, das ist das Coole dran. Ich werde mir den Game Pass am nächsten, diesen Donnerstag kaufen. Und ja, dann werden wir auch dazu Videos machen. Ich dachte gerade schon, Alter. So, dann haben wir den jetzt. Das heißt, wir können wieder den Ton einschalten. Zack, machen wir so. Und dann könnten wir wegfahren. Bisschen leiser. Und ja, dann schauen wir das nächste. Das nächste ist der Volkswagen. Der kann ich euch jetzt eigentlich auch noch zeigen.
dir guckst, da sieht man sich auch gleich der Wagen. Verdammt cool sieht er auf jeden Fall aus. So sieht der Wagen aus. Und ja, einen Moment, lass mich kurz den Ton wieder ausschalten, weil es Copyright und das darf ich halt nicht zeigen. Ich kann es euch jetzt einfach ganz schnell zeigen. Einen Moment, ich muss den Ton komplett leiser machen. So. Der VW Passat hat auch eine ganz kleine Änderung, nichts Großes, eine kleine halt. Hier sieht man da an der Seite unten, dass die Lichter wurden ein bisschen verändert. Und ja, ich kann auch das sagen, also die Rücklichter, die wurden einfach verändert, mehr eigentlich auch nicht. Ja, dann können wir schon im nächsten weitermachen. Mehr wurde jetzt hier nicht geändert. Einfach die ganzen Autos sind fast gleich geblieben, nur ein paar kleine Änderungen. Und ja, dann steigen wir mal wieder in den Wagen ein, können wieder den Ton lauter machen. Und schauen uns das nächste an. So, wie schon gesagt, auf der Polizei-App kann man jetzt sehen, wer Verbrecher ist oder nicht. Also welchen Job wer jemand hat. Und ja, dann kann ich auch schon mal auch das nächste sagen. Und zwar bei den kaputten Reifen wird das jetzt auch angezeigt, also es wird besser angezeigt und realistischer. Und ja, am Privatserver kann man ein paar kleine Dinge ändern. Ich kann auch danach das gerne einfach einblenden hier, dann seht ihr es. Die Feuerwehr, das Feuerwehrschlauch wurde auch ein bisschen verbessert. Wartet, ich kann schon kurz hier noch bei der Polizei schnell sein. Das mit der App. Da ich parke kurz. Wow, perfekt. Da ist ihr MVP, chillig. Hier, ich gehe jetzt einfach in die Zivilpolizei. Dann kann man hier sehen, was ein Job da zählt. Vielleicht also für Zivil, also für Bürger. Ich schaue mal, ob wir irgendwo einen Polizisten schnell finden oder so. CCC Police, da P für Polizei, Dankeschön. F für Feuerwehr, was will der Alter? Ich bin hier nicht mehr wohnen. Achso, ich bin Polizist? Ja, da nervt mich jetzt nicht. Ich weiß genau, was ich mit dem Typ mitmache. Zack, du kommst. Willst du? Okay, und los. Zack. Ach, come on. Nicht dein Ernst, oder? So, ich gebe dir nochmal einen Taser. Zack. Viel Spaß mit dem. So. Ja, das war das Änderung. Man kann halt einfach auf der App sehen, wer welchen Beruf hat. Dann machen wir mit dem nächsten weiter. Und zwar, das mit dem Feuerwehrschlauch könnte ich auch theoretisch auch jetzt schnell zeigen. Einen Moment, zack. Da fahren wir jetzt ganz schnell hin. So. Lass mich kurz da hinfahren. Und woppa. Oh mein Gott, perfekt. Ich hoffe, ich habe jetzt kein Shift-Timeout. Nein, halt nicht. Perfekt, dann kann ich den Feuerwehrschlauch noch zeigen. Nein. Eben, da vorne war doch nicht. Doch hier ist der Hydrant. Und zack, zack, der ist halt, schau, man drückt einfach hier drauf, danach löscht er automatisch, man muss nicht drauf halten, man drückt einfach einmal drauf und fertig. Und er ist ein bisschen realistischer mit dem Wasser und so. Ja, mehr ist eigentlich dann nicht geändert worden. Trotzdem cool. Und ja, dann gucken wir uns auch schon. Einen Moment, was wird. Es gibt doch klar, einen Fehler wurde behoben wegen Aufgabe bei der Schichtliste, was man da bekommt, wie viel XP und Geld wurde ein bisschen bearbeitet. Und ja, verbesserte GUI Scroll Bar System, also jo, chillig. Das wurde einfach ein bisschen wie soll man sagen, gefixt. Und es wurden Permabans für Privatserver hinzugefügt und man kann Hacker sehen jetzt im Privatserver. Und ja, also falls jemand hackt, wird das angezeigt und dann kann man dann Permaban oder was auch immer. Und ja,
Das war eigentlich alle wichtigen Infos. Aber ich wollte noch auch noch sagen, auch es wurden so Suchleisten einfach hinzugefügt. Da so ist es Ellie, ja, glaube schon. Wohin wollte ich jetzt? Ja, hier. Dann einen Moment, lass mich kurz nachschauen. Ja, also es wurden einfach Suchleisten hinzugefügt. Und wo ist mein Wagen? Ach, der ist ja hier. Und ja, Leute, dann würde ich eigentlich auch schon sagen, das waren alle wichtigen Sachen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis hier uns auch weitergeholfen. Mit dem Fahrzeug werden natürlich neue Videos kommen. Und ja, dann würde ich auch schon sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Und ja, schönen Tag noch und tschüss.